jetzt eine Tanzmaus. Danke, das müsste ich beteuern für all eure Treue und für all eure Steuern. Und ich soll euch versprechen, das wird mir dringend gerade, mir wird euer Gelder auch künftig verbraten. Helau! Sportverein am Sonntag male durch. Steht alles auf dem Kopf, denn das kommt selten vor. Dann geht es mit Hip-Hip voran, ins Dorf vom Fußballplatz und ins Vereinslokal, ins Land am Wasser. Ja, da geht's. Babisch, Sie haben ja ein entzückendes Strandkostümchen an. Gell, das gefällt Ihnen. Na ja. Ja, sagen Sie mal, wo haben Sie dann das her? Wissen Sie, ich habe nämlich meinen Mann mit seiner Mitarbeiterin erwischt. Ach ja. Ach na ja, wie ich Sie ja kenne, haben Sie mit der Angelegenheit kurze 15 gemacht. Aber was drubbelig, wo denken Sie hin? Ich bin doch nicht dumm. Erst muss vor mich noch ein Pelzmantel rausspringen. Ja. Ich gehe, Frau Babisch, da fällt mir gerade ein. Ich hab Ihnen doch vor 3 Monaten 20 Mark gebombt. Na und? Ich brauch mein Geld. Wissen Sie, ganz ehrlich, ich muss mal beim Metzger noch was bezahlen. Sie gefallen mir. Sie machen die Schulden und ich soll sie bezahlen. Hätten gern heute Nacht ein neues Lied noch gebracht. Doch was wir euch auch bescheren, ihr wollt ja Sassa nur hören. Nun sei der Wunsch uns Befehl, wir singen aus voller Kehle. Ja, Sassa, Sassa, dein Lied, dein Lied. Es lacht dich und dich, ja dich und mich.
Ich bin der Letzte von heute Nacht. Als Präsident mit vielen Orden bin ich schon oft beneidet worden. Ich bin mit dem OB per Du bekannt wie eine bunte Kuh. Es heißt von Norderney bis Roma. Wie geht's, Herr Braun? Was macht die Oma? Meinem Eheweib, dem heizt mir Ei, bei Ihnen muss doch lustig sein, als wenn mein Haus, ich sag's auf Ehr, in Mainz der reinste Zirkus wär. Drum sag ich deutlich hier im Saal, ich bin ein Narr, doch sonst normal. Wenn ich der Herr mein Vortrag mache, dann hat kein Deibel was zu lachen. Ich hieb dann oft mit einem Satz runter von der warmen Matratz und fräst dich dann mal frau, was kannen, dann wollt ich als ich wär ein Annen. Ich wollt, ich wär der Höpfners Otto. Dem Mann da fuhr's ja nach dem Motto, er rettet unser Fasenacht in Main, so groß der Hof gemacht. Ich steht, ihr kennt euch drauf, verlasse mich zwei, drei Jahre nicht sehen lassen. Otto vorne, Otto hinne, überall war er zu finne. Wie das Kind im Brunnen war, stand die ganze Narrenschar überrascht in Mainz am Reu und keiner wollt's gewesen sein. Als Trainer wollte er sich beweisen, dann ging die Träne ab auf Reisen. Und die Herren aus Baden-Baden, die ihn extra eingeladen, um dem Fernseh-Arbeitslose Zucker hinein zu bloße, waren ihm allesamt an Kram, weil vorne raus nur Scheiße kam. Ich wollte, ich werde Günther Netzer. Als bundesdeutscher Grasabwetzer mit Cheppefies und langer Miene lässt sich ein Haufen Geld verdienen. Und jeder Kicker mit seinem Namen macht obendrei auch noch Reklame. So frisst der Bundestorwart Meier zum Beispiel Kluckis Hühnereier. Und wollen keine Winde wehen, hilft Bums die Fit nach Helmut Schön. Doppelpass, ein Büstenhalter. Modell von Fritz und Ottmar Walter. Und ist der Opa nicht auf Zack, serviert ihm Oma Müllers Quack. Den ist der Bombe der Nation, laut Werbung 30 Wochen schon. Und Oma hofft dabei voll Bangen, für einen Freistoß wird's noch langen. Ja, mancher sagt, ich wollt, ich wär. Vielleicht hat's der grad doppelt schwer, denn jeder hat in frohen Tagen auch wohl ein Bündel Leid zu tragen. Drum sag ich Lob und Dank der Stadt, die schon seit langem Menschen hat, die stets bereit hier mitzuspielen. Ich bin nur einer von den vielen und habe gern hier mitgemacht als letzter Redner heute Nacht. Am Rosenmontag Wahlspruch war Spaß an der Freud. Und gestern war gestern und heute ist heut. Und dann hat er um meine Mutter gefreit. Was daraus dann wurde, steht vor euch, ihr Leute. Am Aschermittwoch bin ich verloren.
ein Mann eines Tags um mich frein, dann darf es vor allem kein Trauerklos sein. Wir brauchen kein Reichtum, wir brauchen kein Geld und feiern wir Fastnacht, gehört uns die Welt. Am Rosenmontag bin ich geboren. Am Rosenmontag in Mainz am Rhein ist Aschermittwoch, bin ich verloren. Ich heiße Prinz Bibi und entstamme dem alten Mainzer Adelsgeschlecht derer von Bibis. Von einem meiner zahlreichen Vorfahren stammt der berühmte Ausspruch: Gibt's denn in dem Lade hier nichts zu trinken? In vino prostata. Ja, was der Grupp in Essen, da sind mir Bibis in Trinken. Ja, ja. In Mainz Prinz zu werden, das ist ja gar nicht so einfach. Da muss man sich gegen sehr starke Konkurrenten durchsetzen können. Ja? Prinz Rolf zum Beispiel, der hat in diesem Jahr Schwein gehabt. Der hat gewonnen. Vor Jahren, da gelang es mir ja sogar noch, einen sehr starken eingeborenen Bewerber, um diesen Thron hier aus dem Felde zu schlagen. Den berühmten Prinz Jockel von Mainz. Ne? Ja. Wie eine ganz ausgefuchste Type ist das. Ja, ja. Man nennt ihn in Fachkreisen auch den rosaroten Panther. Obwohl er ja ein echter Mann des Volkes ist, sogenannter Fox Populi, da muss er mir zwangsläufig unterliegen. Aus Enttäuschung darüber ist er dann schließlich OB geworden. Ne? Weiß ja nicht, was diese Abkürzung zu bedeuten hat, aber da er ja kein Prinz werden konnte, ne, heißt OB sicherlich ohne ordentlichen Beruf. Ne? Ja, sei, ja. Wir Prinzen kommen ja weit herum in den deutschen Landen und dort besuche ich all diese feinen Karnevalsvereinigungen und mondänen Faschingsgesellschaften, ja, also diese exklusiven Humorkonzerne, ja, und dort regieren die höchsten Mützenträger des Karnevals. Präsidente, Exzellenze, Korpulenze, Dekadenze, und die bilden in ihrer Gänze so eine Art bundesdeutscher Humormafia. Ja, ehrlich, die, doch. Sie, die nehmen die Fasnacht beileibe nicht so ernst wie mir hier zum Beispiel. Nein, die nehmen sie todernst. Wie sagte doch da neulich eine von mir ganz leicht verwüstete Dame, ja, Prinz Bibi in der Hand ist besser als der Neger auf dem Dach. Ich gebe ja zu, das ist ein wenig übertrieben, denn wann war der Neger das letzte Mal auf dem Dach? Ja. Der Vater hat Geld und weil's ihm gefällt, kauft er ein Automobil.
Er fühlt sich als Kenner und rast wie ein Renner und fährt's grad wie er will. Doch an einer Ecke, da fährt dann oh Schrecke ein anderen rechts hervor. Zwar hat's noch gereicht, doch hinter ihm kreischt die ganze Familie im Chor. Ui, ui, ui. Die Worte, die erfunden werden, die man verzapft im Bundeshaus, die kennen nicht mal die Gelehrten. Da reicht der Duden nicht mehr aus. Der Friedrichs darf sich nicht genieren und sagt in einem Interview, die CDU könnte nicht regieren, die hätte ja nicht die Leute dazu. Dabei müsste er sich doch besinnen, als kühler Rechner jedenfalls. Den Aufstieg konnte er nur beginnen im Schwarzeländischen Rheinland-Pfalz. Da wachsen ja die besten Sachen. Der Wein, die Fasnacht, der Kohl. Den will man ja zum Kanzler machen als neues CDU-Idol. An Größe überragt er alle. Er hat ein stattliches Gewicht. Doch auch in diesem Zweifelsfalle, ob sie es mal werden, das weiß man nicht. Schon seit frühester Kindheit, ihr dürft nicht vergessen, da galt schon dem Brezel mein größtes Interesse. Und so ergriff ich denn auch nach kurzem Geplänkel den Brezelberuf und den Kopf hier am Henkel. Als Brezelfrau ist man ja dann nur auf Scheibe, wenn man unterwegs ist, auf Sportplätz, in Kneipe. Eine Brezelfrau, die nicht in der Gegend rumflitzt, es wäre selber, als wenn ein Stehgeiger sitzt. Salzstange, Makrone, ich bin beliebt hier am Orte. Bei mir wechselt man Geld und man wechselt auch Watte. In Brezel, da ist ja mein Angebot stark. Das Stück 50 Pfennig, ab 4 Stück 2 Mack. Man ergreift den Brezel nie mit der Hand, nur mit der Zange am linken unteren End. Man nennt diesen beruflichen Kniff den rechtsrheinischen Salzbrezelgriff. Die einzige Ausnahme, wenn's abends pressiert, wird mit dem einfachen Mainzer Handgriff sortiert. Man hat sehr viel Ärger. Letzt kam ein Kunde, der wollte einen Brezel, einen gleichmäßig runde. 2 Stunden lang gesucht, er war zu eckig, der andere im Glanze, bist du zu speckig. Dann hat er, und das macht ja nicht jeder, die Abstände gemessen mit einem Meter. Zu unerst im Korb haben wir einer erwischt. Ein Brezel, die Form, das reinste Gedicht. Den packe ich in ein Seidepapier. Ach, seht ihr nicht nötig, ich esse gleich hier. Frische Brezel, Salzstange, Makrone verkaufe ich auch nachts in der Bar oben ohne. Meine eigene Idee, das sage ich euch gleich. Ich hab da meistens auch Puffreis dabei. Mit dem oben ohne sind Wirklichkeit Tricks, ich hab's selber gesehen, die hat aber nichts. Und somit beende ich hier mit meine Schau mit frische Brezel und ein frohes Hello!
sind die Trems, Trems, Trems von der Pfalz. Und stilles Wasser, immer bis zum Hals. Wir schaffen nichts, nichts, nichts wird gedroht. Trema auch nichts abgezogen. Der Stabhochsprung war Bluff, flogen durch die Luft, Aussicht gut Genusse. Der Statter passt auf vom Hürdenlauf und hat uns runtergeschossen. Den Hammer geworfen, Ordner getroffen. Bein ab, ei guck mal da. Der hat gesagt, wenn ihr das nochmal macht, dann tritt ich euch in Po. Wir sind die Trems, Trems, Trems von der Hals und stilles Wasser, immer bis zum Hals. Wir schaffen nichts, nichts, nichts wird gerollt, Trema auf nichts abgezogen. Hey, lau! Ein Domschweizer, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, stand schon dicht an der Kanzel, doch noch nie in der Bütt. Und man fragt sich vielleicht, streng bigottisch und eilig, ist in Mainszenen nan wirklich gar nichts mehr heilig. Doch beruhigt euch, geliebte Diözesanen. Samst Heidekinder und Jungsakristanen, wenn Moderne die kirchliche Würde verrenke, emanzipierte Kaplänche ans Heirate denke, da werden wir gewiss in so seltsame Dare einen Domschweizer noch in der Fasnacht vertragen. Als ein solcher hab ich dem Herrn Bischof zu Nütze und ich hatte im November den Papst zu beschützen, als er segnend in Finden betrat den Altar, obwohl der doch Gonsenheim würdiger war. Meine Funktion zu erklären, das ist keine Hexerei. Auch ich bin als Schweizer von Löchern nicht frei. Ein einfacher Mensch, somit. Ein einfacher Mensch, so mit Fehler und Versehe, ach mit Schlappmaul und Dorsch, bloß dem Herrn etwas näher. Legt die Sau mit ihrem Eber eine Tango aufs Parkett, ja, da schwappelt das Kotelett und so manches Kilo Fett und wiegt sich Wurzelbauch an Wurzelbauch im Takte. Fahren sei Komplimente ihr bis ins Gehackte, ja, wenn der Eber mit der Sau sei Runde dreht, klingt's beinahe menschlich, was er zu dem Wutz hier seht. Er seht dein Schinken, ist schön durchwachsen. Du siehst so rosig aus, so schöne, stramme Achse. Du bist der Traumwutz von deinem Schnutsche bis ans Heck. Du bist saustark, denn nur mein Hick greift nackig weg. Ich träum von dir nur, wo ich auch gehe. Du bist die einzige Wutz in Mainz, auf der ich gehe. Komm, sei mein Klumperwutz, mein Blutz, mein Labeohr. Dann schiebt er klassisch sein Tango-Eisbär vor. Dann legt der Eber mit der Saune flott den Tango aufs Parkett und es schwappelt das Kotelett und so manches Kilo Fett und plötzlich Wurzelbauch an Wurzelbauch im Zackig. Da kommt Kraft ins Fleisch und's Bauch, der Tür wird knackig. Und fragt der Eber leist, die Sau wirst du heute mein? Hauch die einfach nur, vielleicht hast du ein Schwein. Sagt neulich mein Mutter, du kriegst bald mal Läse. Wannst du nicht bald keinen Mann findest, dann kannst es vergessen. Eider Westhuse lebt doch niemals keine Frau nicht, weil du wärst weder Jünger und Schöne schon gar nicht. Applaus
Und dann hat die für mich, dass ich endlich litiert, eine Heiratsbekanntschaftsannonce inseratiert. Stand ich mittwochs im Sperrmüll? Samstags in der AZ und ich häng noch bei Massa am Mitteilungsbrett. Und zwar rechte Hand links in der mittelste Spalte. Und er Stichwort gebraucht, aber gut noch erhalten. Häng ich zwischen zwei Laufstell und einem Buggy in Rot und rechts Laufstub aus Schleiflack mit Herrenkommode. Erst dachte ich, dass die Ortszeichen asch ungünstig hängt. Nur meine Mutter sagt, sie hätte rein taktlich gedenkt. Weil wenn einer sich heute noch eine Herrenkommode käft und in gebrauchte ne Schleiflack ne Schlafstube schläft und dazu die vom Massa de Pinnwand noch hätt, ei, der macht auch vor mir keinen Rückzieher nicht. Wann ich so durch die Altstadt geh, was hab ich doch und doch? Das Kind vielleicht vom Monkeys und vielleicht auch von der Wasch. Oder mach ich lieber halbe, drei Kotze und vier Bier. Und dann schmuggelt mich der letzte Bett ganz sachte durch die Tür. Und dann wackelt der Dom und dann schwanke die Fame. Hier doch der Bicker schon, der macht da kaum nicht her. Und dann wackelt der Dom und dann schwanke die Fame. Hier doch der Bicker schon. Mach ich immer einen riesengroßen Satz. Am Fastnachts vorne Kinder Horn voll Wasser in die Fratz. Und mein guten Wächter weich ich vor denen große Fies. Und dann hock ich mich ans Hübsche und da war ich aufs Gebüß. Und der wackelnde Dom und der schwanke die Beb. Hier auf der Decke schon, der macht am lange Bär. Und der wackelnde Dom und der schwanke die Beb. Hier auf der Decke schon. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, Sie werden es mir nicht glauben. Im Foyer habe ich den Ersten getroffen, der zugegeben hat, dass er Rot-Grün gewählt hat. Ja, und jetzt sind die Grünen in der Regierung. Wieso wollen die eigentlich festgestellt haben, dass Weigel 25 Milliarden Minus hatte? Wer von denen kann da eine Bilanz lesen? Schäuble sagte, wenn die Wahl anders ausgeht als gewünscht, waren es die Wähler. Da muss man erst einmal draufkommen. Und Norbert Blüm fragte, Chef, bin ich jetzt arbeitslos? Helmut Kohl sagte vor der Wahl, ich will's noch mal wissen. Das sagte er schon 90 und 94, wie oft hätten es ihm die Wähler noch erklären sollen? Und trotzdem bleibt Kohl Optimist.
war 5-mal in dem Film Titanic in der Hoffnung, dass es doch noch gut ausgeht. Den Unterschied zwischen Schröder und der Telefonzelle: Telefonzelle erst zahlen und dann wählen. Steuer ist ja sehr umstritten. Die einen sagen, sie ist kompletter Unfug und die anderen sagen, sie ist völliger Quatsch. Und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Tja, Deutschland, Deutschland über alles. Über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst es ein Schaf und sagt, das war's. Herr Präsident, nur die Ruhe, ich bin ja da. Keine Angst, ich lasse meinen Sockel nicht im Stich hier. Denn dieser Sockel, der ist mir lieb und teuer. Der birgt nämlich ein Geheimnis. Darf ich Ihnen das mal verraten? Ja, Sie glauben doch nicht, dass ich bereit bin, hier im Saal so einen Haufen Geld fürs Trinken zu bezahlen. Das sehe ich doch überhaupt nicht ein. Wenn man hier ein Fläschchen Wein trinken will, muss man ja Hypothek aufs Heiße aufnehmen. Und das in einem Weinanbaugebiet, das muss man sich mal vorstellen. Fällt Ihnen an mir was auf? Was heißt denn da, der hat zugenommen? Gucken Sie mal ein bisschen tiefer. Noch tiefer. Ja, die Stadt Mainz hat mir nämlich zu Weihnachten ein paar gebrauchte Turnschuhe geschenkt. Trotz leerem Beutel. Ich soll nämlich dieses Jahr bei dem berühmten Gutenberg-Marathon mitrennen. 42,8 Kilometer quer durch die Stadt. Und ich mache heute mit meinem Training einen Anfang. 32 Runden um meinen Sockel. Das Gegenteil von Marathon ist ja die Extremsportart Golf. Das ist so eine Art Klickerspiel für reiche Leid. Golf ist die Resignation vor dem Alter. Man kann auch sagen, wer sich vor der Geißel der Sexualität befreit, spielt Golf. Man nennt mich in der Modewelt die Taille. Ich bin ein gefragtes Model in 3x und 1x L. Ich hab nicht umgeschult. Ich bin entdeckt worden. Und dann habe ich endlich die anderen Models kennengelernt, also meine Arbeitskolleginnen, gell? Waren ja alle nett, aber sehr neidisch, weil der Klamottenkerl, der hat mir jeden Mittag anstatt Rose eine Jumbo-Pizza geschickt. Der konnte die ja nur davon träumen. Aber sie, was ich gleich gesehen hatte, gell, die hatte also schöne Tattoos. Schön, wirklich schön, gell. Also, ich habe mir auch eins machen lassen. Kein Schmetterling. Kein Drache. Ein Rahmschnitzel. Das war natürlich sehr clever von mir, weil wenn das Rahmschnitzel kleiner war, das habe ich immer was essen müssen. Und dann ging's los. Erst in die Klamotte, dann in die Gagelschuhe. Es Claudia lebt, die Heidi lebt, es Nanomi und dann ich. Ein Blitzlicht, der Regen ging da nieder. Ich bin da raus wie eine Eins. Mir hatte alles selbe Kleid an. Ein kleines schwarzes. Vorne drauf ein Leopard. Bei mir hat der Aare so groß wie Kaffeetasse. Ich muss sogar zum Schluss die Braut des Jahres machen. So viel Braut auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen. Die Weltpresse hat sich überschlagen. Der Figaro hat geschrieben, können diese Hüften lügen?
Es war grandios. Und wie die Klamottkerl mir Mon Cherie ins Ohr geflüstert hat und die Lippe gespitzt hat und mir zum Dank einen Kuss geben wollte, da hat er weggegrabbelt. In Hamburg übergibt man sich im Hafen, in Frankfurt übergibt man lieber Geld. In Mannheim bleibst du besser nur zum Schlafen und über Wiesbaden, da lacht die ganze Welt. In Bonn sind alle Lichter ausgegangen, über Stuttgart leuchtet nur ein einziger Stern. Im Osten hat's mit Angie angefangen, drum hab ich nur dies eine Städtchen gern. Denn wo könnt's schöner sein, als hier in Mainz am Rhein? In dieser Stadt, die gerne singt und gerne. Wir sind dem Vinzenland als Fastnachtsstadt bekannt. Drum feiern wir auch heute die ganze Nacht. La 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 la. Drum feiern wir auch heute die ganze Nacht. Sitting President Büttner, comedians Narinen and Erlweisen. Wenn es an diesem Tag noch immer jemanden gibt, der an der Kraft der Narratei zweifelt, dann ist diese Nacht eure Antwort darauf. Die Antwort kommt von Mainzern und Messfremden, von Gunsennummern und Findern, von Bütteschieber und Shire Baudelaire, die nicht nur eine Ansammlung von Kappenträgern sind. Ihr seid und ihr werdet es immer sein, die Vereinigten Narren der Mainzer Fasnacht. Ich habe gelernt, da sind für euch schwierige Probleme schon seit Generationen. Ich denke an die Befreiung von der rechtsrheinischen Gazastreifen. Ich denke aber auch an die Menschen in die entlegene Entwicklungsregionen dieser Erde. Diese Volk sage ich heute, Finder, wir haben euch nicht vergessen. Narinen und Erlweisen. In dieser Kampagne, wir erinnern uns an einen Mainzer, der vor 100 Jahren geboren wurde. Ernest, der farbige Dachdecker. Narinen und Erlweisen. Ich will euch auffordern, diese Kampagne zu einem Erfolg zu führen. Halbe vor halbe und Schobbe vor Schobbe. Ich werde euch auch dann zuhören, wenn euer Zung belsisch geworden ist. Narinen und Narinen. Es ist euer Aufgabe, euer goldisch Mainzer Fasnacht für alle nachfolgenden Generationen zu erhalten. Bekennt euch dazu mit den drei magischen Worten, die ihr vom amerikanischen Volk gelernt habt. Yes! Thank you so much. God bless you. God joke is with the Mainz and the Mainz of Hasenau. Genau. Der Friede sei mit euch. Ich grüße euch heute Abend in vollem Ornat vom Hohen Dom und im Ordinariat. Ein Doppeljubiläum, wie schon gesagt. Das wird gefeiert. Was habt ihr dann gedacht? Sogar unseren Küster sehr begeistert ist der trinkt nur noch Kirschwasser und Klosterlikör.
tausend Jahre meinen sie, da wir trotzdem die Zeit. 25 Jahre Bischof Lehmann, es ist eine Freude. So lang diene ich meinem Chef schon ihr Leid. Für mich ist es so, als hätte mir Silberhochzeit. Gerade gestern sage ich Eminenz, die Prinzengarde ist 125 Jahre und die Mainse habe kein Prinzenpaar. Da sprach er, was willst du mir damit sagen, mein kleiner, dicker Schmidt? Da sage ich, ich mache die Prinzessin und sie mache mit. Da bin ich perfekt. Was habt ihr dann gedacht? Letzt hat sogar zu mir schon eine Frau Lehmann gesagt. Das ist Kirche nach außen, so klingt die Ode. Denn der Herr hat das Lachen uns niemals verboten. Drum hab ich heute Abend die Zeit mir genommen. Morgen früh wird von euch ohnehin keiner kommen. Die Berliner Hauptstadt Schickeria sagte ungefähr, dass unser Kurt Beck ja nur ein Provinzling wäre. Also sowas so beim Kurt noch einmal zu sagen, der kriegt mit dem Weihwasser schmeckelnde Poppes verschlagen. Die Kultur in Rheinland-Pfalz ist über 2000 Jahre alt. Sancta Sede, heiliger Stuhl, ist jedem bekannt, wird außer Rom nur der Mainzer Bischofssitz genannt. Gutenberg hat unumwunden die Welt verändert, den Buchdruck erfunden. Zur Römerzeit stand Mainz vielen vor. Hauptstadt von Germania Superior, die Straßen gepflastert, die Häuser aus Stein. Die Kinder geimpft und sie lernten Latein. Mit Fußbodenheizung tat man sich wärmen. Man sprach über Homer und badet in Thermen, trank edelsten Wein und aß auch schon Nudeln. Da schreiften Berliner noch in verwahrlosten Rudeln, fellbehangen durch den Grunewald und habe arm gewinkelt, nach Moschus riechen in der Wannsee gepinkelt. Muss immer gesagt werden. So. Das war's, Ace, Halleluja. Ich bin schon.